Hier allein zurecht. Aber Sir! Kein Aber. Geht! Lauf nicht weg! Ich muss mit dir reden! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dein Feind. Assassin's Creed 3. Bitte, hör mir doch zu! Ja, und die ist natürlich viel schneller als wir, weil sie... Oh mein Gott, weit! So lass mich doch sprechen! ...über Bäume rennen kann. Ich frage mich, warum ich da nicht hoch kann. Jetzt hätte ich da hochgehen können. Oh shit. Okay. Würfel zu töten macht mir nicht gerade viel Spaß. E und Q, aha. Na, kommt her. Ah. Okay, ich war schon auf Q drücken. Ich habe Q eigentlich schon gedrückt. Wo ist er? Hey. So. Oh, die armen Wölfis. Ich mag keine Wölfe töten. Weil mich zu sehr an Hunde erinnern. Ich habe selber einen Hund. Bei mir zu Hause rumsitzen. Deswegen mag ich das überhaupt nicht. Warte mal, ist das so ein... Das ist aber... Was soll ich denn hier suchen? Nach Hinweisen soll ich suchen, aha. Kommt der denn plötzlich noch her? Konnte man die nicht häuten irgendwie? Oh. Du kostest mich Nerven, Weib! In der Tat. Aber die hat's drauf, muss man ihr lassen. Warum will er denn nicht da hochklettern, frage ich mich. Yeah. Jetzt komm her, du. Oh Mann, der Schnee. Ach, es bleibt stehen. Bist du nicht richtig im Kopf? Ich... Haven, ich komme in Frieden. Warum sprichst du so langsam? Entschuldige. Was willst du? Nun, deinen Namen fürs Erste. Ich bin Gazizio. Ist mir eine Ehre, Gazizio. Nenn mich einfach Zio. Zio? Zio. Zio. Und sag mir, warum du hier bist. Woher hast du das? Einem alten Freund. Diese Zeichen gibt es nur an einem anderen Ort. Wo? Es ist mir verboten, darüber zu sprechen. Ich hab euch befreit. Bedeutet dir das gar nichts? Schau. Ich bin nicht dein Feind. Nicht weit von hier ist ein Hügel. Triff mich dort. Und wir sehen, ob du die Wahrheit sprichst. Ja, die Schlüssel nimmt sie mit. Super gemacht. Okay, optionale Mission Limit für die Gesundheit verlust 50%, okay. In diesem Dorf lagern Soldaten, die unser Volk von hier vertreiben wollen. Ihr Anführer ist ein Mann namens Bulldog. Toller Name. Edward Braddock. Du kennst ihn? Er ist kein Freund von mir.
Jeden Tag sterben mehr meines Volkes wegen Männern wie ihm. Dann schlage ich vor, das zu beenden. Gemeinsam. Was hast du im Sinn? Wir töten Edward Braddock. Doch erst müssen wir ihn finden. Sehr richtig, Huba. Ich vertraue dir nicht. Ich weiß. Und doch bleibst du. Um dich zu überzeugen. Das passiert nicht. Das sagst du. Sie rennt hinterher, das finde ich gut. Ich kann also mithalten. Und doch bleibe ich. Okay, dann klopfen wir mal an und gucken, ob wir jemanden finden. Den guten Edward Braddock. Du bleibst hier. Eine Mohawk-Squaw wird Verdacht erregen. Oder noch Schlimmeres. Das ist nicht das erste Mal, dass ich euer Volk besuche. Ich kann auf mich aufpassen. Das hoffe ich. Ich auch. Ich will nicht stationiert sein. Das ständige Tosen der Brandung, das Salzwasser brennt in den Augen und die verdammten Möwen kreischen und scheißen alles voll. Bist du sicher, dass wir da hingehen? Ei, wenn Bulldog wieder eine Expedition zusammenstellt. So heißt das also neuerdings. Expeditionen. Ja, sehr schlau. Gib den Dingen schöne Namen und schon wird alles verziehen. Okay, bin auch schon mal erfolgreich. Den können wir auch nochmal belauschen. Falls sie wir unserem günstigsten hinstellen. Ich kam zu Ohren, die Franzosen wollten bis hierher vorrücken. Was Braddock wohl dagegen unternehmen will. Er ist schon zum Vorposten aufgebrochen. Ich wette, unsere kleine Ruhepause hier ist bald beendet. Wir marschieren sicher bald nach Süden. Okay, sie marschieren nach Süden also. Wo geht's jetzt hin? Wieder raus hier. Ich? Nee, dein Zwillingsbruder. Also ich wollte gerade gehen. Ah, und nun? Tja, nun werde ich dir ein paar Zähne ziehen. Und du hattest Angst, ich könnte das Problem sein? Wenn die Musik einsetzt, weiß ich genau, was passiert. Ja, tolle Unterbrechung. Aua. Schön. Das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. Wow. Tschüssi. Oh. Aua, das ist so schnell, kann man gar nicht wieder reagieren. Tschüssi. Was geht mit dir? Und tschüss. Und ciao. Und auch mit dir geht's. Down. Hohohohoho. Ja, das war auch ganz amüsant. Eine Wunde. Ach, das ist nichts. Hier.
Das sollte die Blutung stoppen. Das war nicht nötig. Aber danke. Ja, natürlich. Wir sollten weiter. Triff mich später bei Braddocks Camp. Das war sehr realistisch. Er hält den Lappen mit ein bisschen Alkohol für 2 Sekunden an seine Backe und schon ist die Wunde weg. Nee. Sehr sinnvoll. Müsste ja optionale Missionsziele eigentlich erfolgreich sein, oder? Ja! Volle Synchronisation. Sehr schön. Fortschritt ansehen, da brauche ich nicht. Juckt mich dann nicht, wie mein Fortschritt aussieht. So, wo muss ich hin? Da ist mein nächstes Missionsziel, aber ich würde gerne mal gucken, ob es hier irgendwelche Aussichtspunkte gibt. Ne, die gibt es natürlich nicht. Deswegen markiere ich mir unsere nächste Hauptmission. Und renne da hin. Ja, wow. Durchs kalte Wasser. Uiuiui, ist das kalt. Ui, ist das kalt. Oder schnell wieder raus. Ach komm. Was soll der Geiz? Die haben nur genug Pferde hier, oder? Kommst du hier mal rüber? Okay, dann los geht's. Noch 360 Meter in diese Richtung. Hui. Hey, was denn los? Ah, nicht lassen. Kann das Pferd schwimmen? Ja, das Pferdereiten ist ein bisschen kacke. Okay, das Pferd will also nicht rüber. Dann muss es leider hier stehen bleiben. Nein, ich wollte hier nicht mehr aufsetzen. Super. Du solltest eigentlich ja hier drauf. Dann können wir ja hier rüber. Und Meter noch. Ich will jetzt mal ausprobieren, wie es über die Bäume sich so läuft. Macht er nicht. Häfen ist dafür zu stattlich. Nicht flink genug, um über Bäume zu gehen. Katze und Hund streiten sich. Ist typisch. Kann man hier interagieren? Oh. Erstmal voll durchs Gesicht greifen. Süßer Hund. Und mit der Katze? Kann man da auch interagieren? Ja, die läuft da inzwischen die Beine. Süß. Ja, und jetzt gehen sie wieder aufeinander los. Ja, du musst ein bisschen schwimmen. Tut mir leid, Haven. Auch wenn es kalt ist, da musst du durch. Kommst du hier nicht hoch oder was? Ja, das war ja natürlich wieder sehr realistisch. Ein paar Bugs gibt's hier und da. Ui, da haben wir wieder ein paar Rotröcke umherlaufen. Boah, der Schnee ist so tief. Da kann man gar nicht richtig rennen, aber da ist sie doch. Gute Frau.
Wie hat sie sich nochmal nennen lassen? Siri? Oh, ich hab schon wieder vergessen. Ich und meine Namen, ich kann mir Namen überhaupt nicht merken. Von einmal hören merke ich mir den nicht. Sequenz 3. Der Teufel steckt im Deal. Ach, im Detail. Ich kann mir nicht lesen. Im Deal. Nutze den Schneesturm, um dich zu tarnen. Nichts Leichteres ist das. Hast du etwa Zweifel? Das nicht. Aber ich muss vorsichtig vorgehen. Geh schon, los. Ich halte von hier Ausschau. Das ist gut. Ausschau halten, ja. Du sitzt dort im Schnee und hältst Ausschau. Ich verstecke mich in den Karren. In welchen Karren? Gibt's hier einen Karren? Ach, da fährt ein Karren. Ja, perfektes Versteck. Da wird mich niemand erwarten. Und sein Rücken glitscht durch dieses etwas. Was ist in dem Wagen? Habt ihr eine Ladeliste? Wenn ihr wünscht, kommt zu uns. Es ist alles zurück von Schweins. Von Prinzen. Sind Uniformen, Stiefel, Leder zum Flicken, Decken, Karren mit Pferdestroh. Was noch? Was noch? Was noch? Das war's. Mehr habe ich nicht. Ja, da wird nicht mehr geprüft, ob das wirklich da drin ist. Ist auch egal. Ich meine, man erwartet ja keinen Angreifer. Also warum sollte man das überprüfen? Ich weiß es nicht. Diese Kanonen sehen nach Kanonen aus. Vielleicht sind es unsere Tiere. Welchen Grund nannte er? Er sagte, eine diplomatische Lösung sei gar keine Lösung. Die Franzosen abziehen zu lassen, verzögere nur den unausweichlichen Konflikt, in welchem er derzeit die Oberhand hätte. Das mag ja sogar stimmen, so ungern ich es zugebe. Dennoch sieht er nicht, wie töricht das ist? Ich frage mich nicht. Der Druck von der Heimat, die ihre Truppen verteilt, dass ich fürchte, Bruder Blutdorf macht ihn leicht. Und seine Männer in Gefahr. Ich möchte seine Mutter oder Witwe die Todesnachricht bringen, nur weil Bulldog sich etwas beweisen musste. Wo ist der General jetzt? Der Name ist die Truppe. Die dann zu dieser Truppe käme, ne? Letztendlich. Ja, Mann. Wow, 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 ich muss hinterher. Scheiße. Optionale Mission, sie keine Wachen töten, Kanonen sabotieren. Was Kanonen sabotieren? Ich bin nicht ganz gecheckt, was ich machen soll. Ich darf keine Wachen töten. Der Kerl da steht sehr dumm da. Lass mich in Ruhe.
Geh wieder auf deinen Posten. Erstmal, dass mich sieht. Dass man das nicht sieht, ist sehr komisch. Na komm, dreh dich mal bitte um. Die andere Richtung. Rennt der nur hier lang oder was? Keine Wachen töten, das heißt da eigentlich. Wenn ich so mache, sterben die nicht. Ja. Ach so. Okay, gab es doch was zum Klauen gab. Jetzt könnte man theoretisch die Kanonen noch sabotieren. Dafür steht der mir aber allerdings ein bisschen im Weg. Jetzt könnte man ihn ausschalten. Versucht das jetzt mal zu machen hier, diese optionale Missionsziel. Oh, ich drück doch nun. Ach so, da muss ich gedrückt halten. Ja, wie soll ich denn darauf kommen? Bitte. Noch eine Kanone sabotieren. Ach du Schande. Nein. Nein. Warum soll ich zurückkommen? Okay, der steht mir auf jeden Fall da ein bisschen im Weg. Der backt auch ein bisschen rum. Der backt auf jeden Fall. Das war dumm. Ich hoffe, es kommen jetzt nicht zu viele. Oh, George Washington ist gestorben. Das ist natürlich sehr geil. Das war George Washington? Wieso war es George Washington da? Okay. Nein. Nein. Jetzt darf ich die alle nochmal belauschen. Das ist ja scheiße. Okay, dann machen wir das nochmal in der nächsten Folge. Bis dahin. Ja, das ist ja richtig scheiße. Nur weil ich den getötet habe. Obwohl, ich habe ihn dann ins Gesicht getreten. Davon stirbt man noch nicht. Nee, jetzt können wir die ganzen... Können wir die zwei nochmal belauschen. Nochmal das ganze Zeug machen. Das ist ja richtig scheiße. Naja, in der nächsten Folge machen wir es dann einfach nochmal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.